Wir melden uns heute aus dem King Power Stadium. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Leicester City gegen West Ham United. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Da haben wir die Einblendung. So will Leicester City heute also loslegen. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. West Ham United hat sich heute für diese Aufstellung entschieden. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Thank you for attending the King Power Stadium. Der Fußballboom geht weiter, er hört einfach nicht auf. Und das beste Beispiel ist diese Kulisse hier. Die Leute lieben diesen Sport einfach. Die Begeisterung lässt nicht nach. Weltweit. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Pablo. Declan Rice. Noble. Gute Aktion. Antonio. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie raus machen? Es wird Abschluss geben jetzt. Es gibt Einwurf. Pablo. Da verlieren Sie den Ball. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da kommen Sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Pablo. Macht er gut. Jetzt eine gute Flanke. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. Leicester City hätte jetzt Platz. Die Möglichkeit zu flanken. Didi. Jetzt ist es gefährlich. Sauber vom Ball getrennt hier. Antonio. Jetzt der Ballverlust. Pereira. Schöner Spielaufbau jetzt. Jetzt die Flanke.
Antonio. Declan Rice. Pablo. Creswell. Ogbonna. Noble. Declan Rice. Pablo. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Sie bekommen den Abstoß. Sie verlieren den Ball. Ogbonna. Pablo. Noble. Declan Rice. Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Alea. Kann er was draus machen? Marc Noble. Declan Rice. Den spielt er wieder zurück. Ja, könnte was werden. Marc Noble. Klasse Pass. Declan Rice. Antonio. Gute Chance für eine Flanke. Und direkt zurückgespielt. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Macht das da gut. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Thielemans. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Gefährlich. Jetzt die Flanke. Sicher gehalten, den Kopfball. Aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Vardy. Was macht er draus? Na, jetzt müssen sie aufpassen. Nee, da kommt keiner dran. Und es geht mit Abstoß weiter. Der Ballverlust. Thielemans. Harvey Barnes. Ballverlust. Erneut so ein hervorragender Pass. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Sebastian Haller. Pereira. Ayoze Perez. Didi. Da verlieren sie den Ball. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Declan Rice. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Creswell. Noble. Pablo. Declan Rice. Super Aktion, tolle Technik. Marc Noble. Pablo Fornals. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf?
Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Er geht in den Strafraum. So, der Ball ist erstmal weg. Harvey Barnes. Didi. Jamie Vardy. Gute Aktion. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Flanke. Jamie Vardy. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Erste Hälfte ist vorbei. Was denkst du, Buschi? Welches Team setzt sich am Ende durch? Ja, gute Frage, Wolf. Das ist so ausgeglichen bisher. Ich erkenne überhaupt keine Tendenz. Durchgang 2 hat begonnen. Creswell, Declan Rice. Einwurf jetzt. Ogbonna. Noble. Declan Rice. Alea. Pablo Fornals. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Tielemans. Didi. Harvey Barnes. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Antonio. Declan Rice. Creswell. Ja, guter Pass. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Perfekt, perfekt, perfekt getroffen. Er nimmt ihn Volley, ein klasse Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ayoze Perez. Wilfried Ndidi. Harvey Barnes. Jetzt vielleicht. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Tielemans. Sieht gefährlich aus. Da kommt die Flanke. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Declan Rice. Da verlieren sie den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Harvey Barnes. Didi. Er spielt den Pass zurück. Ja, könnte was werden. Antonio. Ogbonna. Pablo. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne, also klar. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Pablo Fornals. Kommt jetzt die Flanke rein? Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits.
Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Marco Bonte. Der Ballverlust. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Antonio. Klasse Pass. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Pereira. Didi. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Johnny Evans. Pereira. Didi. Harvey Barnes. Tielemans. Didi. Albrighton. Johnny Evans. Jamie Vardy. Harvey Barnes. Gute Aktion. Tielemans. Klasse gemacht. Starke Block. Substitution for West Ham United. Coming off the pitch. Number 30. Mikel Antonio. Coming onto the pitch. Number 8, Felipe Anderson. So, Ecke kommt. Auf der Linie. Weiterer Eckball für Sie. Ecke kommt in den 16er. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Jamie Vardy. Oh, das sah vielversprechend aus. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Sebastian Haller. Philippe Anderson. Creswell. Declan Rice. Jetzt wird's gefährlich. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. West Ham United. Ja, klasse, wie sie das jetzt machen. Da steht die Abwehr sicher. Wir haben jetzt noch regulär 5 Minuten vor uns. Und die beiden trennt ja nur ein Tor. Geht da noch was? Demarai Gray. Kann er was draus machen? Guter Vorstoß da jetzt. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Sie müssen konzentriert bleiben. Da könnte gleich der nächste Angriff kommen. Abgepfiffen. Es gibt den Freistoß. Ist das schon Ergebnissicherung? Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Didi. Da verlieren sie den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Die Fans wollen den späten Ausgleich, stehen nochmal wie ein Mann hinter dem Team. Demarai Gray. Platz. Pereira. Johnny Evans. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Sebastian Haller.
Da haben wir den Schlusspfiff. Das war's. Es muss ja nicht immer Spektakel sein. Sie gewinnen durch eine starke, konzentrierte Abwehrleistung. Da war heute quasi kein Durchkommen. Sie waren hinten sehr, sehr gut organisiert.